Kleiner Disclaimer direkt zu Anfang des Videos. Wundert euch nicht, nächste Woche Sonntag, dem 7. März, wird kein YouTube-Video kommen. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe noch jede Menge einzurichten, noch jede Menge Einstellungen für Twitch zu machen. Und das schiebt sich momentan einfach von Woche zu Woche mehr auf und neue Ideen kommen dazu, die ich nicht so ganz umsetzen kann, einfach weil ich durch den Schnitt der Videos keine Zeit dafür finde. Bedeutet, ich will mich nächste Woche komplett darauf fokussieren, das komplett alles erledigen, da ich mich danach durchgehend auf Twitch und YouTube fokussieren kann. Ebenfalls wird Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ein Stream auf Twitch kommen, ab 20 Uhr, so wie ihr es gewohnt seid. Auch auf Instagram und Twitter werde ich aktiv sein. Nur dieses eine YouTube-Video wird ausfallen. Dafür entschuldige ich mich, aber dafür wird es danach umso nicer. Es passiert heute jede Menge. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem 20-Minuten-Film, der hier im Anschluss kommt. Ich baue heute mein Motorrad. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das könnt ihr auf Instagram dann nachvollziehen. Wenn es funktioniert, wird in Zukunft ganz kranke Scheiße auf euch zukommen. Ich bin darauf unfassbar hyped. Aber das sehen wir dann. Viel Spaß im Video. Nachdem ich mich im vorletzten Video um zwei volle automatische Farmen gekümmert habe und mich im letzten Video dann nochmal um eine halbe automatische Farm gekümmert habe mit einer verbundenen Fungusfarm, steht das Ziel mit 80.000 Holz die Stunde immer noch. Und ja, auch immer noch ist es zielführend darauf, dass wir am Ende den Ember Pillars mit dem riesigen Sortiersystem bauen können. Und natürlich habe ich mich in diesem Video nicht unterkriegen lassen und damit direkt weitergemacht. Denn letzten Endes gab es noch den Big Boy, es fehlt immer noch das Lagersystem, es fehlt noch unfassbar viel. Und auch wenn es Probleme gab, geht es nur so weiter, indem man weitermacht. Naja, ihr seht es ja jetzt gleich. Schaut gerne auf Social Media vorbei. Ebenfalls streame ich immer auf Twitch. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go, rein da. So, Jungs, das ist das Schatzi. Das ist das fette Ding. Das werden wir jetzt in Survival genauso abbauen. In der Hoffnung, sie wird genauso funktionieren diesmal. Das ist jetzt Ziel, dass ich es First Try schaffe, dass eine Farm ohne Probleme funktioniert. Das war jetzt in den letzten Monaten nicht oft der Fall. Aber das ist jetzt das Ziel. Prinzip ist im Prinzip nur, dass ich da die Setzlinge setze, das Holz wird rausgedrückt, wird nach hier gebracht, geht hier runter und hier unten wird es dann gesprengt. Ganz easy, wird dann hier reingebracht. Unfassbar OP, Farm bringt sau viel Ertrag, ich will es eigentlich gar nicht ausrechnen, wir werden es am Ende sehen. Und ja, die baue ich jetzt auf meiner Survival-Welt. Let's go, Digga, da machen wir uns jetzt ran. Ihr hattet jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit eine wunderschöne Timelapse am Laufen. Bis zum Moment gerade eben, den ich eigentlich auf YouTube nicht zeigen wollte. Den ich auch extra nicht aufgenommen habe, Digga. Weil ich dachte, dass die Farm irgendwie mal funktioniert ohne Probleme und ich dann eine Antwort machen kann nach einer Timelapse. Ey Leute, die Farm funktioniert. Guckt, wie sie funktioniert. Aber am Arsch. Am Arsch, Digga. Richtig am Arsch. Pass mal auf, wir haben ja gerade im Stream die Farm getestet und waren hier vollstens beschäftigt. Ich war eigentlich voll positiver Dinge, dass sie funktioniert. Dann hat sich am Ende irgendwie herausgestellt, ich weiß auch noch nicht wie, dass sich der Blast Chamber selbst weggesprengt hat, Digga. Ihr seht, hier ist ein fettes Loch drin. Der hat sich einfach selbst weggesprengt. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie. Hab noch gar keinen Aufschluss darüber. Ich muss jetzt alles fixen und dadurch, dass sich dieser Blast Chamber weggesprengt hat, wurde zu viel Holz produziert. Durch zu viel Produktion von Holz ist dieses gesamte System hier überlaufen und... Bruder, die gesamte Farm ist im Arsch. Die gesamte Farm ist im Arsch. Alles ist im Arsch. Wir müssen alles reparieren. Wir müssen alles neu bauen. Hier ist gesamtes Holz. Ihr seht es. Das ist pure Katastrophe. Das war nie so geplant. Nie in irgendeiner Weise so geplant. Ich weiß nicht, wie ich das reparieren muss. Ich muss jetzt wahrscheinlich die halbe Farm hier auch. Ich muss die halbe Farm wahrscheinlich jetzt einfach abbauen. Einfach abbauen, weil sie ist komplett im Arsch. Sie ist wirklich komplett kaputt. Ich weiß noch nicht, wie ich es fixen soll. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt hier noch dran sitzen werde. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt über 10 Stunden mit der Farm schon beschäftigt. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt kürzer, dass ich das repariert bekomme. Weil what the fuck, aufgeben gibt es in meinem Wortschatz nicht. Ne? Das wisst ihr ja mittlerweile, vor allem bei Minecraft-Farm nicht. Wir kriegen die definitiv in Gang. Das steht fest. Die Frage ist nur, wann? An sich, das kann ich sagen, positiv ist, dieses Farm-Ding hat funktioniert. An sich hat dieses Grundding, dass das Holz hier produziert wird, rausgekickt wird, funktioniert. Das Problem ist legit einfach nur gewesen, dass dieses Farmstück da überfüllt war. Das war das einzige Problem, dass dieses Farmstück da überfüllt war, weil dieser Blastschirmer nicht funktioniert hat. Wäre das nicht überfüllt gewesen, hätte die Farm wahrscheinlich einwandfrei wirklich durchgelaufen. Als wäre das noch nicht ausreichend, als würde das hier alles nicht genug meine Gefühle sprengen, bin ich gerade im Stream hier mal kurz langgeflogen, um mich zu beruhigen. Hab dann gesehen, oh, perfekt, wenigstens die Farm hier funktioniert einwandfrei, Digga, die läuft. Hier ist ja alles super. Ohne Probleme funktioniert die vollautomatische Farm, die hier wenigstens. Die läuft doch die ganze Zeit durch währenddessen. Und dann gehe ich hier runter, Digga. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht inwiefern, ich weiß nicht, ob es mit der Farm hier zusammenliegt oder warum auch immer, wie es hier zugekommen ist. Aber die Fungusfarm ist gesprengt. Ja, Digga,
Die gesamte Fungusfarm ist gesprengt. Alles. Also was heißt alles? Hier halt, ne? Das komplette Redzone-System dahinter ist kaputt. Das muss ich dann auch noch reparieren. Ich weiß auch nicht, warum das gesprengt ist. Das Gute ist wirklich, dass das Ding hier... Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert, Digga. Ist das hier auch irgendwie kaputt? Warum ist denn hier so ein riesiger Block auf Stacks an Zeug? Funktioniert hier eine TNT-Duper nicht mehr, oder was? Das dürfte doch eigentlich auch nicht sein, dass hier unten so ein riesiger Balken an Stuff ist. What the fuck? Aber das akzeptieren wir einfach mal. Das läuft einfach mal weiter durch. Und wenn die komplett im Arsch ist, dann merke ich es ja. Aber auf jeden Fall mache ich mich jetzt hier mit voller Vorfreude und richtig guter Laune, Alter. Richtig guter Laune im Voraus ran. Und werde mich jetzt hier drum kümmern, diese wunderschöne Farm zu beenden. Dass das Projekt mal endlich einen Fortschritt bekommt. Ey, let's go. Rein da. Ich weiß gar nicht, was hier alles kaputt ist. Es ist ja wie auf einer Baustelle. Es ist der BER von meiner Welt einfach. Wie gesagt, ihr seht jetzt die Timelapse. Let's go. Rein da. Viel Spaß. Wir haben jetzt die Farm hier, also was heißt erfolgreich gefixt, ich habe sie noch nicht ausgetestet tatsächlich, weil ich mich jetzt erstmal an was anderes machen will, denn wie ihr seht, diese ganzen Endermen, die hier rumlaufen, ne, das ist halt einfach eine pure Katastrophe, die spawnen hier immer wieder, weil sie sich von da drüben, von hier im Prinzip rüber tp'en auf meine Farm drauf und dann chillen die da halt einfach und es geht halt einfach nicht, weil die Endermen einfach Blöcke, die verschieben Pistons und all den Bums und das ist halt einfach inakzeptabel, das Fuck bedeutet, ich werde jetzt, wie wir es hier schon mal gemacht haben, erstmal jetzt ein weiteres Teil des Ends, genau, werde ich jetzt weiter Spawnproof machen und hier einmal Wasser drüber schütten und sobald es erledigt ist, werden wir uns mal hier nochmal an den Farmtest machen. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen gefixt, auch mit dem Stream, habe ein bisschen geguckt, ich hoffe es funktioniert noch, der Blast Chamber da ist noch nicht gebaut, der hat sich ja selbst in die Luft gesprengt, den habe ich noch nicht gebaut, weil erstmal muss das Grundsystem hier funktionieren, weil irgendwie die Blöcke, die hier ankommen, können noch nicht hier runtergeschoben werden und dann von hier aus halt weitergeschoben werden im Kreis und bis nach da hinten. Warum? Weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen, aber das werden wir definitiv noch rausfinden. Aber zuerst kümmere ich mich jetzt hier mal um das Spawn-Proof, das Machen der Blöcke, das... Oh mein Gott, das Spawn-Proof-Machen der Blöcke, heilige Scheiße, Katastrophe. Ja, ihr seht es alles in einer kleinen Timelapse, let's go, rein da, Alter. Wir sind jetzt hier im Stream wieder live am Start und ich habe jetzt im Voraus anderthalb Stunden gerade nochmal die Farm getestet und mich damit auseinandergesetzt, nachdem ich das letzte Mal komplett verloren war in diesen ganzen Fehlern, die dabei aufgetreten sind. Ganz kranke Nummer und mir sind Offscreen Bugs aufgefallen, die wir jetzt gleich beheben werden, die all das verursacht haben, was jetzt das Problem war. Wie gesagt, das hier ist Nummer 1, diese Werfer hier stehen falsch. Es gibt ganz viele Bugs, ja, es haben ja alle Farmen, wirklich fast alle Farmen haben nicht funktioniert, ja. Außerdem müssen wir hier diese Observer neu platzieren, das ist das nächste. Dann müssen wir die Observer neu platzieren. Die stehen zwar richtig, aber sie müssen aktualisiert werden. Der Block muss geupdatet werden, okay? Dann muss das hier ebenfalls, diese Werfer steht ebenfalls falsch. Ebenfalls muss hier ein Item raus. Er hat im Tutorial da 3 Items reingetan. Da müssen aber nur 2 Items rein, okay? Da müssen nur 2 Items rein. Das ist das Problem. Dann müssen wir hier einen Sticky-Kolben ersetzen. Hier waren Sticky-Kolben vorher. Das war noch das Problem. Und hier, genau, hier muss noch ein Dings mehr hin. Ein Repeater. Da müssen 4 Repeater sein, ja? Das ist wichtig. Da muss ein Block ersetzt werden. Hier muss das Ding einfach abgebaut werden. Denn hier ist tatsächlich das Problem, dass einfach wirklich... Der TNT-Duber oben, da hat sich einfach ein scheiß Enderman ein TNT geklaut, Junge. Und deswegen ist es einfach nicht so funktioniert. Deswegen funktioniert der Bums einfach nicht, ja. Es ist ein fettes Problem. Und wir müssen noch ein paar Blöcke spawnen, machen wie die hier. Hier spawnen immer noch Enderman und die zerstören uns immer die Farm. Wir gehen mal kurz rein in Minecraft. Ich würde erstmal jetzt alle Blöcke spawnen machen, ja. Danach gucken wir weiter. Der First Point wird jetzt wirklich erstmal, dass wir hier jeglichen Block, den wir irgendwie spawnen machen können, noch spawnen machen. Weil, wie ihr wisst, ist das jetzt hier gerade ein bisschen kompliziert. Wir kümmern uns jetzt nach und nach um das Fixen der Bugs, die wir hier haben. Als allererstes würde ich jetzt erstmal unten das eine Item rausholen, weil hier ist ein Item zu viel drin. Da, hier, das Item da muss raus, Junge. Das ist ein Block zu viel, was hier drin ist. In dem Werfer, das hier muss raus. Das ist ganz entscheidend, weil dieses Item, das macht er sogar im Tutorial falsch. Und das habe ich in den Kommentaren da gelesen und war voll verwundert, warum das jetzt falsch sein soll, weil er es ja genauso gemacht hat. Und dann habe ich es getestet und das war einfach wirklich der Fehler. Und hier müssen wir das jetzt irgendwie hinbekommen. Die hier sind falsch. Die hier sind komplett falsch. Die müssen nach da facen. Chat, die müssen nach da facen. Und hier muss jetzt immer alle 2 Blöcke nach oben, muss jetzt ein Block hin. So. Und das gleiche muss auf die andere Seite dann ebenfalls. Wir müssen auch gleich mal neue Raketen holen. Und dann gucken wir mal weiter. So, zack, zack. So, dann hauen wir die hier weg und setzen die auch gleich mal neu. So, ne? Hä, aber die hat doch auf der anderen Seite... Warum macht denn die jetzt Reaktion? Hat die auf der anderen Seite auch reagiert, Chat? Habe ich die jetzt hier richtig...
Nee, ich habe die für... Scheiße, Chat, wie sind denn die jetzt richtig? So wie ich es gemacht habe, ist es falsch. Perfekt, habe ich direkt den ersten Fehler gemacht. Die hier sind falsch gesetzt. Die müssen auf die Seite, wo die Dinger da reinfacen. Also wenn irgendwo ein Fehler ist, Chat, dann liegt es definitiv hier dran, Alter. Dann liegt es definitiv hier dran. So, perfekt, dann ist es auch gefixt. Hier muss der Sticky-Kolben gleich auch ausgetauscht werden. Und ebenfalls das hier. Das hier ist jetzt halt jetzt komplett im Arsch, ne? Einfach gegen einen normalen Kolben, der hier hinkommt, ganz easy. Wir tauschen die Pistons später aus und setzen erstmal die Beobachter neu. For weird, die sind auch komplett falsch. Einfach zum Update der Blöcke, versteht ihr? Einfach damit die Blöcke einmal geupdatet wurden. Aber ich kann euch sagen, dass ich in dem Testlauf, den ich gemacht habe, habe ich die auch ausgetauscht. Und danach hatte die Farm funktioniert. Ey, ich habe das so dumm gemacht jetzt. So war das jetzt richtig, glaube ich. Zack, zack, zack. Und die müssen da reinfacen. Hier muss Repeater oben hin. Der muss so hin, genau. Ich will ja nicht sagen, dass sie funktionieren müsste, aber rein theoretisch müsste sie jetzt finally funktionieren. Dann schmeißen wir sie jetzt an. Mein Herz ist irgendwie auf 300. Ich habe jetzt einige Sachen gefixt. Rein theoretisch müsste jetzt alles worken, wie es noch nie vorher geworkt hat. Ich bin fucking aufgeregt, Digga. Dann setzen wir einen Baum testweise und gucken mal, ob es überhaupt so ist, wie es sein soll. Oh! Ja! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Chat? Habt ihr das gesehen? Wir setzen mal zwei. Aber ich will ja nicht sagen, dass die Farm, glaube ich, funktioniert, ne? Chat, ich glaube, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Farm funktioniert, Digga. An sich sieht es ziemlich gut aus, Digga. Ah! Zack! Ich bin's! Vilation. Wie geil ist das bitte? Der Holz-Output an sich funktioniert. Es ist alles im Reinen. Nächste Mission. Es geht ans nächste, an den nächsten Try. Der Blast-Chamber. Der Blast-Chamber muss immer noch gefixt werden. Darum kümmere ich mich jetzt. Let's go rein. Das wird jetzt gefixt und danach werden wir die Farm nochmal testen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Der Grundaufbau des Ganzen funktioniert jetzt endlich. Wir haben damit keine Probleme mehr. Enderman können hier nicht mehr wirklich was kaputt machen, weil sie keine Gelegenheit mehr haben zu spawnen, die Arschlöcher. Es sieht sehr gut aus. Es sieht wirklich danach aus, als würde das jetzt alles vorangehen. Ja, ich lege jetzt mit dem Blast-Chamber los. Let's go. War eine ganz schön kurze Timelapse. Wir haben hier, glaube ich, legit gerade irgendwie nur die reingesetzt und da ein paar Schienen drauf und dann hier zwei, drei Blöcke noch. Und mehr war gar nicht weggesprengt. Also es war gar nicht so viel, wie ich eigentlich erst mit gerechnet habe. Wir werden die Farm jetzt wieder testen. Ich werde jetzt einfach ganz viele Bäume setzen und hoffen, dass das gesamte System hier drumherum einfach jetzt einwandfrei funktioniert ohne Probleme. An sich, die Farm funktioniert ja. Die Frage ist jetzt nur, wirkt der Blast Chamber so, wie ich das will? Oder sprengen wir uns jetzt gleich wieder die gesamte Farm? So, zack, dann machen wir hier mal aus. Oh, das hat schon mal ganz gut geklungen, Diggi. Das hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich glaube, da haben sie sich angefangen anzulagern, ne? Das hier sieht doch... Oh! Oh! Was ist denn da kaputt? Oh! Ja, siehst du? Ja, siehst du, hätte ich jetzt weitergesetzt, wäre wieder die gesamte Farm im Arsch. Ja, hier ist was kaputt, Digga. Was ist das denn? Wir versuchen es jetzt so. Test Nummer 2. Rein theoretisch müsste es funktionieren. Ich habe es ja gerade gesehen. Vielleicht ist das jetzt der Final Test, ne? Ich will es nochmal anpreisen. Ich habe selber gar nicht so auf dem Schirm. Aber legit, vielleicht ist das wirklich der Final Test. Offiziell, wir setzen 5 Bäume und danach gucken wir mal, wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir mal den Bums aus. Und... Oh! Oh! Habt ihr das gehört? Ja, perfekt, Digga. Also das war es einmal wieder komplett. Ja, der TNT-Blastschirm hat diesmal nicht sich selbst weggesprengt. Doch, eigentlich schon sich selbst weggesprengt. Die Falltür ist einfach nicht aufgegangen, Junge. Was soll das denn? Ich weiß, das Signal wurde scheinbar nicht weitergegeben, nicht richtig. Irgendwas scheint mit der Signalweitergabe noch nicht ganz zu funktionieren. Der Rest hat aber funktioniert, wie ihr seht. Der Rest hat einwandfrei funktioniert. Nur die Signalabweitergabe, die backt noch ein bisschen rum. Da gibt es noch hier Probleme. Da kümmern wir uns jetzt drum. Let's go. Wir haben jetzt gerade hier... jede Menge getestet, beziehungsweise was ist getestet? Ich habe es jetzt gefixt. Ich weiß noch nicht, wo der Problem lag. Ich habe es eigentlich nur noch mal neu gebaut. Lol, wir haben es einfach nur noch mal neu hingebaut und uns das ganze gesamte System noch mal angeguckt, weswegen hier unten jetzt auch jede Menge Holz ist. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Wir machen sie mal an. Ich setze jetzt hier, sobald wir das erste TNT hören, gucken wir, wie es lief. Sobald wir das erste TNT hören, ja? Nicht, dass ich mir gleich wieder die gesamte Farm und den gesamten Dings kaputt mache. Stopp, das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel. Ich habe keinen Bock, Digga, dass hier wieder die gesamte Farm kaputt geht.
Es staut sich nirgendwo Holz. Es staut sich nirgendwo Holz. Das ist erstmal nicht schlecht. Solange sich nirgendwo Holz staut, sind wir noch auf der positiven Seite. Wir setzen mal nochmal 10, 5, 6, 7 Setzlinge. 1, 4, 5. Dann machen wir mal aus. Und guck mal wieder. Es ist wieder kein TNT gesetzt worden. Vielleicht muss ich es wirklich einmal durchziehen, dass einmal die Farm sich einmal fängt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie sich einmal fängt. Das wäre wirklich nice. So, wir versuchen es nochmal. 6. Oh, ich habe ein TNT gehört. Ich habe ein TNT gehört. TNT, war meine Vermutung richtig, oder was? Es ist runtergedroppt. Wir gucken ins Replay. Ich muss das Replay nicht sehen. Ich muss es sehen. Mit meinen Augen. Da das TNT. Tür geht auf. TNT fällt. TNT kommt. TNT explodiert. Oh, ich bin's. Flash. Wir stellen uns an die Farm. Wir testen jetzt einfach durch. Ich setze jetzt Setzing. Wir müssen ab und zu auf die TNT achten, dass das TNT ordentlich gedroppt wird. Aber warum kam denn jetzt noch kein TNT, frage ich mich. Guck mal, wo das schon ist. Da muss mehr setzen, Jungs. Ich muss einfach mehr setzen. Wir setzen noch mehr. Ich setze da jetzt Holz rein da. Irgendwie der Blast Chamber macht noch ein bisschen Faxen, glaube ich. Stopp. Ich hab echt so Angst, Digga, dass wir die ganze Zeit irgendwie die... Wir haben's gemacht. Nein, Digga. Nein, warum? Warum kommt denn hier kein verdammtes Scheiß TNT raus, Junge? Warum wird denn das Scheiß TNT nicht dupliziert? Warum kommt da kein TNT raus, hm? Junge, ich stecke hier so viel Herz und Liebe rein, Alter. Und was bekomme ich? Ein Arschtritt. Einen fetten Arschtritt, Junge. Was soll das denn? Also ich wollte jetzt eigentlich eine Lösung finden, irgendwie, ich habe aber keine gefunden. Wir haben jetzt im Stream über 3,5 Stunden hier gesessen, über 3,5 Stunden und haben durchgehend an diesem Blast Chamber rumgebaut und ihr seht es, was passiert ist. Dieser Blast Chamber hat sich jetzt zum 7. Mal von selbst gesprengt. Zum 7. Mal hat er nicht funktioniert. Zum 7. Mal weiß ich nicht, warum hier irgendwelche Bugs existieren, weil alles genauso ist, wie es sein sollte. Und zum 7. Mal macht diese Scheißdinge und so eine Probleme. Und jetzt habe ich mich einfach dazu entschlossen. Scheiß drauf, Bruder. Morgen den Stream. Den nutze ich, Junge. Und baue einfach die gesamte Scheiße hier neu. Und scheiß einfach auf dieses gesamte Ding jetzt wirklich. So. Nee, Digga. Nee. Du kannst es dir nicht ausdenken. Wir bauen den gesamten Blast schon mal neu. Es ist so, ach, scheiß doch so drauf, oh mein Gott. Ich habe so keinen Bock mehr. Wenigstens der Stuff ist noch da, Chat, wenigstens der ist noch da. Aber das, was hier heute abgegangen ist, 3,5 Stunden, Digga, haben wir an der Farm gesessen, um sie am Ende wieder abzureißen, damit sie nicht funktioniert, beziehungsweise der Teil hier funktioniert. Ja, das ist das Positive, wie gesagt. Der Teil funktioniert. Nur dieser scheiß Blast Chamber, der macht Faxen. Den müssen wir jetzt komplett neu bauen, Digga. Da geht's jetzt ran. Ihr seht das alles in einer schmackhaften neuen Timelapse über den Blast Chamber, die ihr eigentlich ja heute schon mal gesehen habt, aber die gibt's jetzt nochmal. Und danach bin ich hoffentlich mit einem Grinsen im Gesicht diesmal am Start und nicht komplett sauer, wütend und einfach enttäuscht über alles, über das, wie das hier passiert und alles. Aber wir machen weiter. Das Ziel, den Emma Palace, verlieren wir nicht aus den Augen. Das geht weiter. Das geht definitiv weiter. Wir haben jetzt nochmals den gesamten Blast schon mal neu gebaut, um jetzt zu erkennen, dass wahrscheinlich die gesamte Farm überhaupt gar nicht funktioniert. Das kann jetzt sehr gut sein, dass der Blast-Chamber nämlich outdated ist. Dass er einfach in der 1.16.2 nicht funktioniert. Ich habe die Kommentare unter dem Video mal durchgelesen. Und tatsächlich funktioniert er da genauso wenig. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich einfach die ganzen Holzblöcke immer viel zu schnell reingesetzt habe. Das werden wir jetzt nämlich testen. Ich werde jetzt hier nochmal die ganzen Holzblöcke abbauen, die hier jetzt vorhanden sind. Und danach werde ich einen letzten Try testen. Einen letzten Try einmal Bäume reinhauen und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, habe ich auch schon geguckt, werden wir einen anderen Blast Chamber bauen. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter, bis die Farm worked, das wisst ihr. Aber ja, so ist jetzt der Plan. Vorerst werde ich jetzt hier alles abbauen und danach testen wir den Bums mal.
Die haben jetzt den ganzen Bums hier abgebaut. Der ganze Blastschirm ist jetzt weg. Ich habe jetzt den ganzen Stuff auch im Inventar. Ich suche mir jetzt einen neuen Blastschirm raus und baue den dann. Ihr seht das jetzt gleich nochmal in der Timelapse, in der frischen neuen Timelapse, Alter. In der Hoffnung, danach sehen wir uns glücklich wieder. Aber ich denke schon. Also wenn ich jetzt einen neuen Blastschirm suche, wird ja hoffentlich am Ende auch funktionieren. Ich werde auch einen einfacheren suchen als den jetzigen. Daumen drücken, dass es halt am Ende so wirkt. Eine Lösung finden wir zu 100%. Aber ihr seht das jetzt in der Timelapse. Damit geht jetzt los. Let's go, Mann. Fahr macht mich fertig, wirklich. Dieser Blast-Chamber nach dem 7. Mal, wo wir ihn umgebaut haben, dann funktioniert oder nicht, werdet ihr in 2 Wochen am 14. März sehen. Und auch was danach kommt, ob ich die Bugs der anderen Farms behoben bekomme, ob ich das Projekt überhaupt durchziehe, das kommt ebenfalls dann. Es wird sehr krank, ich freue mich darauf, die Zeit wird unfassbar nice, mashallah, es wird einfach geil. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Da werde ich jetzt, wie gesagt, hauptsächlich aktiv sein. Da wird jetzt jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag gestreamt ab 20 Uhr kommen. Also wenn ihr mich sehen wollt, gerne da. Und dann ciao. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ich liebe euch.